Okay, Reiner. Im Moment kämpft Ruffy gegen Kizaru. Ja, da habe ich irgendwie halt gehört, der hat versucht, den zu essen oder so. Nein, ich meine, der hat sich in so einen Riesen verwandelt. Griffen. Er wird den nicht essen. Oder hat sich gewundert, wie ein Admiral schmeckt oder irgendwie sowas? Ja, das Thumbnail habe ich auch gesehen. Er wird den nicht essen. Aber was, wenn doch? Was der Quatsch soll. Oh ne, Daniel, fass das bloß nicht an, ey. Unter alten Ästen hängt die Herzensfrucht. Angeschwollen vor Hass. Lasst ihn hervor. Oh, da ist er. Und die Bäche und Höhlen überfluten. Ich wollte schon sagen, wo kommt die Stimme auf einmal her? Säcke. Finde heraus, dass am Ende der Verderbnis liegt. Ach, der Verderbnis. Ding, 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 ding. In dieser Blut. Sein Amalgam des Zorns geboren. Ich hab hier schon auf unserem Level. Ja. Ja, da war ja irgendwie so Level 45 oder so. Und Akt 3 war irgendwie Level 40. Der Baum da, der war Level 47. Was? Also so ein Baumgegner. Ja. Ich dachte schon, tun schon die Umgebung hier irgendwie mit uns leveln. Ja, da doch. Also warum wir die Bäume nicht fällen können. Dieser Stuhl ist Level 50, darauf kannst du noch nicht sitzen. Nimm das Baumstumpf. Ich bin noch nicht bereit. Soll ich meinen Wirbelwind nicht mehr? Sein Zorn soll auf ewig brennen, bis er dieses erbärmliche Land vollkommen verschlungen hat. Ich glaube, die ist böse. Ach, Quatsch. Ja, ich habe erst gedacht, vielleicht sind nur so eine Missverstandene, ne? Genau wie wir. Ja, genau. Ja, etwa nicht, oder was? Feins Blut, es fließt hier. Das ist das Blut von dem hier. Okay, da ist irgendwie eine Leiste, die nach oben geht. Was soll das so bedeuten? Ich hab keine Ahnung. Da ist gerade ein Stein kaputt gegangen, aber ziemlich groß. Okay, oh Gott, was ist er? Er hat drei Köpfe, ist das selber was? Oh nee. Ich glaube, ich sehe doppelt. 6 Köpfe. Ich muss warten. Wie mache ich denn keinen Schaden? Ich muss warten. Ja, wie macht man den keinen Schaden? Los. Und da wolf soll sich um den kümmern. Spiel dich nicht so auf. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann den Baum hier angreifen, der zuckt dann. Nein, der Hund, der stirbt dann. Ja, irgendwie schon, ne? Ich bin noch nicht bereit. Ich muss
war. Ich guck mich mal hier rum. Sollen wir mal anders noch mal? Ich guck schon die ganze Zeit jetzt aber nicht. Ich muss warten. Verstanden, ja, wir sollten die Kinderwelt hier, die Bundesarmee und Zorn zu unterbinden. Das steht ja immer noch da. Ja, aber irgendwie nicht verhindert, der ist irgendwie trotzdem wieder belebt worden. Übernimmt der Schaden halt sehr langsam. Ich habe keine Ahnung. Oder sieht irgendwie nicht so aus. Okay, was passiert irgendwas? Ja, oder? Nein. Verwundet, aber nicht tot. Wohin ist die? Ist das der finale Boss? Das ist eine Geißelform. Nice. Wo ist das? Das ist schwächer. Okay. Ja, ich. Nein. Du kannst das nicht. Boah. Was kannst du eigentlich, Junge? Na gut, wo müssen wir hin? Nicht. Wir müssen zu nach Fane zurück. Okay, irgendwie wird hier immer nichts angezeigt. Aber hier war zu Fuß. Ja, wir müssen zu nah, ja, weil wir in Dungeon oder so drin sind. Ja, du bist doch trotzdem angezeigt werden, oder? Ja, wir müssen erstmal hier raus. Jetzt zeigt doch nur den Dungeon, wo wir jetzt hier drin sind. Ja, man kann ja trotzdem die Weltkarte aufrufen. Ich bin noch nicht bereit. Oh. So ein geiles rotes Schwert. So. So, die eine Nebenquest wird mir angezeigt, aber kehre zu nach Fein zurück. Wo ist denn der? Da ist er. Ach so, der Typ, der da am Baum hing. Ja. Zu wem wir denn sonst zurück müssen? Weiß ich doch nicht. Hier sind so viele Leute mit Namen und Gesichtern und Haaren. Kümmere dich um die Hühnchen. Locker. Das wäre ja richtig, ja. Kletter, kletter, kletter. Ich bin noch nicht bereit. Okay, Alter, wir haben voll gefehlt. Das Viech wurde trotzdem wieder belebt. Falls wir das aufhalten mussten. Habt ihr sie aufgehalten? Nein, sie war bereits fort. Und ich fürchte, sie hat einen Teil von euch mitgenommen. Eine Bestie aus eurem Blut. Unterteil, der Kerl. Ja. Es ist meine Schuld. Was habt ihr damit zu tun? Kommt ganz schön viel Blut raus aus dem. Ein Pakt mit Lilith. Um mir zu helfen, die Ritter der Reue zu vernichten. Zu welchem Preis?
Ich habe ihr Astaroths Versteck verraten. Eltime. In ihrer Gegenwart verleuchtet die Kontrolle. Oh, der hat einen Pakt mit Lilith geschlossen. Wer hätte gedacht, dass das irgendwie schlecht ist? Nun bleibt nur eins. Setzt der Verderbnis ein Ende. Der Hund, der an der Welt. Jetzt hört man gleich irgendwo im Hintergrund Clive. Ja. Der jault auch. Oh. Boah, Clive als Maul, du räudiger Bastard. Okay. Oh, ich habe ein Dings bekommen. Nimm das aber nicht für mich. Quitos von Nafain. Ich glaube, das Wort für dich. Ja, ich kann das ausrüsten. Was soll ich mit dem Zeug? Kann ich halt essen? Ist der Job besser? Ja, ja. Ja? Alle Questgegenstände, ja. So alle Questwaffen, die ich immer bekomme, die sind immer schlechter als was ich habe. Ja, das freut mich für dich, Daniel, dass du so OP bist. Ja, ich bin zu Tiamai. Oh, heißt sogar. So. Gehen wir mal kurz zu Evan und sagen denen, dass wir die Fliegen hier alle erledigt haben. Die Kammerjäger sind zurück. Da war gar nicht Evan. Ich habe viele der Schwärme vernichtet. Ich hoffe, sie bereiten euch nur weniger Ärger. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Vielleicht können wir versuchen, die Felder wieder zu bepflanzen. Ich habe deine Eltern wiederbelebt. Das Geld ist dein Elternteil, Daniel. Ja. Und die sind nicht zufrieden mit dir. Du hättest kein schmutziger Barbar werden sollen, sondern ein sauberer Magier. Das Messer dreht sich abermals. Wo ist das? Da. Das ist in Feuerbruch anwesend. Nimmst du schon wieder irgendwelche Quests an? Ja, die Hauptquest mache ich gerade. Vergrabene Geheimnisse. Nee, doch. Akt 2, das Messer dreht sich. Abermals. Vergrabene Geheimnisse. Mache ich gerade. Und da will ich mich hin teleportieren, wenn ich da mal hinkriegen würde. Zur Feuerbruch anwesen. Buddeln. Aber sag ich, finde ja noch irgendwo eine Quest, aber nee. Na los, mach schon. Na dann mal weiter auf der Spur von Lilith. What? Die wahrscheinlich ganz sicher hier irgendwo rumläuft. Wir sind da ganz sicher auf den Pferden. Ja, random encounter. Ja. Wenn wir ins Gras gehen, bewegen wir der. Ja. Ich bin noch nicht bereit.
Oder guck mal, ob man die Dinger da kaputt macht. Lass mir die Ratte da reinkaufen. Das war ein Versehen, ich schwör's. Boah, wir sind in einer Minute ja kein Gegner begegnet. Was ist denn hier los? Das dann ist die Hauptquest. Ja. Naja, was geht? Da war ich gewartet. Nein, ich bin zu spät. Gerade jetzt immer am Brennen, ich glaube nicht. So sieht's unter meinem Bett aus. Level 42. Wir haben uns aus dem Weg. Jetzt kommen wir noch mehr Gegner. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Versperrt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Oh. Kannst du uns helfen, Kumpel? Jetzt wieder hier. Das ist sogar weiter auf der Karte. Schilde hoch. Hat irgendwie so Explosion, als wird jemand hochleveln. Ich muss warten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ding dong, palim palim. Wo ist Donnern? Die gehörnte Frau, die Bestie. Nichts konnte sie aufhalten. Weder unser Stahl noch unsere Gebete. Hört mich an. Ich muss Donnern finden. Wo steckt er? Irgendwo da drin. Wahrscheinlich tot wie alle anderen. Sie hat unsere Ernte vernichtet, den Brunnen vergiftet. Sie hat uns die Seuche ins Haus gebracht. Oder die wissen einfach nur nicht, wie man ein Dorf führt. Oh geil. Die Pforten der Hölle haben sich geöffnet. Sich jetzt in Monster verwandelt und wir müssen jetzt gegen den kämpfen. Vielleicht. Auf die Story mal voraus zu sagen. Du hast keine Ahnung, worum es hier in der Story geht. Da ist immer so ein Boom. So ein Boom geräuschern. Boah. Das hört sich an, als würde er aufleveln. Hab vorhin
Und kein Schwein hört sich halt so an. Ich habe so einen weißen Explosion irgendwie gesehen, so wie man auflevelt. Na, ich dachte, wird explodieren. Ich bin mich am Drehen, du hast irgendwie dein Wirbel um dich herum. Ja. Ja, wir könnten auch beide unsere Vorfahren rufen. Ja. Ja, ich bin noch nicht bereit. Ich habe also eine Ultimate. Du kannst die Skelette rufen, ich rufe meine Vorfahren. Dann hängen die miteinander ab. Ja. Dann besaufen die sich in den Kneipen. Kalt. Nein, Angst, wir kommen dann schon darum. Also wir werfen uns mit Speeren. Was will denn da an dir? Was ist das für ein Scheiß? Unheilsschlange. Nichts. Aber was ist mit der Musik los? Irgendwann höre ich wie eine Kette oder sowas gezogen. Jetzt gerade. Oder sich ein Tor öffnet oder irgendwie sowas. Oder weil gehört das mit so Geräuschpolizei. Oh Gott, da hau ich nochmal nicht mehr her. Du Alter, sind die für die Gegner. Da dreh ich mich doch voll rein. Schon wieder passiert. Der hat noch einen Speer geworfen. Ich bin nur am Sterben heute. Ja, heute hast du es irgendwie drauf. Ah. Ja, passiert hat, wenn man ein paar Wochen lang nicht zockt. Ja, aber nur bei mir. Ja. Dicker Typ. Nein, ich will nicht wegrennen. Ich will noch ein bisschen kämpfen. Nein. Oh. Das ist so nervtötend. Ich muss warten. Ich gehe dann aus dem Kampf raus. Ich bin noch nicht bereit. Okay, sind wir überhaupt richtig? Ja, ne. Eine Truhe? Ja. Oh, ist echt eine Truhe. Naja, bei diesen Angriff hörst du. Ich glaube, das ist das Geräusch, das du ständig hörst. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich mache die ganze Zeit einen Angriff und dann macht so ein Explosionsgeräusch. Ja, ich stimme in deinen Kopf. Du hörst doch die ganze Zeit irgendwas von Auflevel-Geräusche. Ja, jetzt noch nicht mehr. Aber ich mache gerade den Angriff.
Draußen habe ich das ein paar Mal gehört. Das kann ich hier nicht tun. Licht läutert diese gläubigen Diener von ihren Sünden. Schenkt ihnen Frieden im Tod. Dona an. Ein Wunder, dass ihr noch in einem Stück seid. Lilith und diese Bestie haben uns zerfetzt. Sie hätte auch mich töten können, aber sie hat mich nicht angerührt. Boah, der arme Bastard, der da an der Wand hängt. Sie spielt mit mir. Ich soll zusehen, wie sie zerstört, was ich aufgebaut habe. Verdammt! Habt ihr auf eurem Weg Jorin gesehen? Nein. Sie hat noch nicht gewonnen. Nein. Ich kann sie noch aufhalten. Aber nicht allein. Zählt auf mich. Wo ist sie? Ja, legt ihm den Stab auf den Brust, mit dem er durchbohrt wurde. Der Burg. Dort ist Astaroth. Ich habe ihn nicht bezwungen, wie es in den Legenden heißt. Ich habe ihn in einen Seelenstein gesperrt. Es war der einzige Weg. Was uns belogen und betrogen. Über dem Stein, um das Böse einzudämmen. Du hast dich einfach nur mit den Romia eingestreicht. Darüber gewacht, im Geheimen, damit Astaroth niemanden mehr verletzen kann. Nicht mal mein Sohn. Warum tun den Rollenspielen eigentlich immer, warum gibt es immer irgendwie eine Vorgeschichte, irgendwie, wie andere Leute irgendwie geschafft haben, das große Böse nur zu versiegeln? Und da muss man immer sich persönlich darum kümmern danach. Wir sollten aufbrechen. Folgt mir. Wir haben Alduin versiegelt. Jetzt musst du dich um den kümmern, weil wir es nicht drauf hatten damals. Da war es geil. War das geil? Ja, Alduin. Ja. Der große böse Drache von Skyrim. Ja. Er wurde auch versiegelt von irgendwelchen Helden von vor, weiß ich wie vielen Jahren. Ich dachte, wir sind der große böse Drache. Ich hätte. Dieser Ritter, er war bei Jorin. Du kannst die Ritter auseinanderhalten, die sehen doch alle gleich aus. Von Jorin. Jorins Beschützer. Ja, Jorin ist tot. Der Wächter meines Sohnes. Komm schnell. Wir machen ja schon. Streitkolben ist hier. Ich sagte ihnen, sie sollen verschwinden. Vielleicht haben er und die Ritter versucht, Lilith aufzuhalten. Könnte sie ihn irgendwo hingebracht haben? Welchen Grund sollte sie dafür haben? Er bedeutet ihr nichts. Wir müssen uns beeilen. Der Weg zu Astaroth führt hier durch. Lass die mir nicht fertig machen, also schnapp dir dich deinen Sohn. Da macht sie alt, ne? Ist nicht das erste Mal. Er versteht das nicht. Warum ist Lilith so versessen darauf, Astaroth zu finden? Ich habe mir dieselbe Frage gestellt, aber ich fürchte, ich bin hier dumm. Wir haben eine Verbindung. Eine starke Rolle. Astaroth ist ein Wächter von Lilith Vater. Mephisto, im Herrn des Hasses. Alter. Was ist da los?
war eingefroren. Ja, die üben wir noch mal ein paar Mal. Ich muss warten. Was ist das denn? Oh, der ist hier am Festhalten. Okay. Oh, besseres. Nein, jetzt muss ich mein rotes Schwert hier wegpacken. Meine raufende Dämonenklinge. Ja, vielleicht was mit deinen neuen Skeletten zu tun oder so. Weil ja jetzt ein bisschen weniger aushalten. Nichts mit mir zu tun, ey. Nee. Ich habe die beim letzten Mal auch schon benutzt, als wir gespielt haben. Da bist du auch 10 Millionen Mal gestorben. Nein. Ich weiß nicht. Ich war jetzt eingefroren, konnte nichts mehr machen. Ich halte halt nicht so viel aus wie du. Donald folgt euch nicht mehr. Bleib gefasst, ja. Jetzt müssen wir dem folgen. Donald ist weg gerade. Ich hole meinen Pokéball raus, keine Ahnung. Die Seelensteinkammer. Lilith hat, was sie die ganze Zeit wollte. Sie hat den Stein. Noch immer keine Spur von Jorin. Wir müssen ihn finden. Ich glaube, wir müssen ja den anrufen, mein Kollege. Ich rufe sie mal an. Ja. Storytime. Story einfach auf. It's Lilith time. Oh Gott. Mächtiger Astaroth. Der verkohlte Herzog persönlich. In einem Käfig. Welch Schande. Tochter des Hasses. Hört mein Angebot. Gewährt mir sicheres Geleit. Zu einem Ort, an dem ich nicht erwünscht bin. Und im Gegenzug schenke ich euch die Freiheit. Und mehr. Dornens Nachwuchs. Sein Stolz und seine Wonne. Eure Rache. Wenn ihr mir gebt, was ich will. Sicheres Geleit. Ah, ja, klar. Sie hat ihn in ein Einhorn verwandelt. War es eine weitere Vision? Habt ihr Jorin gesehen? Nein. Lilith hat ihm den Seelenstein in den Kopf gerammt. Mein Sohn. Es tut mir leid, Donnen. Das ist nicht vorbei. Sie hat in den Seelenstein in den Kopf gerammt. Nein! Es bleibt noch Zeit. Ihr müsst mir vertrauen. Trefft mich in der großen Halle. Sie gibt da dieses Blutritual, das ich ausprobieren möchte. Das wird uns bestimmt helfen. Der Putzi, der uns Pferde geben kann, Daniel. Ja. Ja. Wir müssen Jorin schnell. Gib uns ein Pferd. Ich weiß, es mag hoffen. Ich will so einen Seelenstein auch in ein so ein Pferd reinrammen, der zum Einhorn machen. Seelenstein zu studieren. Ich kenne ihn. Es wird dauern, bis Astaroth meinen Jungen überwältigt. Ich habe ihn gut unterrichtet. Ja, ich habe ihn darin unterrichtet, wie man mit einem Stein im Kopf überlebt. Sind bestimmt in der Nähe, vielleicht in Carriger. All diese Unschuldigen zu verbrennen, wird Astaroth verlocken. Er wird erbitterter darum kämpfen.
die Kontrolle zu erlangen. Lilith hat von Astor erhalten, was sie wollte. Warum sollte sie sich hier herumtreiben? Ich weiß nicht. Steht euch doch an den Kerriger an. Der steht doch direkt hier. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal nach Kerriger. Wo ist denn das? Da oben. Okay. Ab nach Kerriger. What? Kann ich wieder ein bisschen verkaufen und schmähen und was weiß ich nicht alles. So, hey, wieder was Neues. Tust du überhaupt auch noch Sachen irgendwie so auseinandernehmen? Ja, ich stecke irgendwie nichts Neues. Ja, weil du nicht alles irgendwie mitnimmst, so wie ich, ne? Naja, ich tue die auseinandernehmen, aber ich krieg da nicht viel, ganz ehrlich. Oh, warte, hier ist kein Shop. Ich kann meine Sachen nicht verkaufen. Nein. Na gut. Muss ja mit einem halb vollen Inventar rumlaufen. Da kann ich beim Alchemisten auch Sachen verkaufen. Nein. Na gut. Dann gehen wir mal dahin. Vielleicht kriegen wir bald unsere Pferdchen. Damit wir ein bisschen mobiler sind. Ja. Gefunden. Sie sind hier. Jorin kann sich zur Wehr setzen. Er ist stark. Einfach. Cutscene. Ich bin so viel größer als der kleine pummelige Mann, ey. Naja. Jorin! Oh Gott. Jorin! Der ist doch jetzt bestimmt der Wirt von Astaroth. Naja. Er hat auf euch gewartet. Oh, begegnen wir jetzt mal. Hey. Oh. Wo ist er? In meinem Arsch. Tretet vor. Oh, jetzt müssen wir den Jungen töten. Oh mein Gott. Mein Junge. Das ist ein Haustier von vorhin. Kennst du denn, dass das dein Junge ist, Alter? Am Geruch oder was? Tut, was das euch gefällt, Astera. Ich habe, was ich wollte. Was? Die hat schon, was die will? Also kämpfen wir. Kämpfen wir jetzt gegen Astera. Ja. Das wird bestimmt nicht leicht. Ach was, das eine Viech haben wir letztens gar keinen Schaden gemacht. Der ist wahrscheinlich auch voll der Obermacker. Aber was soll's. Oh Gott. Außerdem ist er Level 42. Hat er gerade ein paar Dorfbewohner noch nebenbei erledigt? Versucht zu flüchten. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ich bin noch
nicht. Oh ja, stark. Ich bleib mal schön aus der Reise. Boah. Aber ich wollte mich gerade heilen. Aua. Ich hab gerade Heiltaste gedrückt. Das ist immer so ein Witz, wenn irgendwie so, wie ich einfach nichts so höre und auf einmal sehe ich da einfach nur so einen Geist. Voll ich hatte gerade auf Heilen gedrückt, da war ich tot. Ah. Autsch. Aua, aua. No. Irgendwie das einzigste, was unsterblich ist, ist mein scheiß Bruder. Oh, ich stecke in den Fest. Ich bin auch nicht. Also hat er jetzt vier Köpfe. Ja. Was sind denn für welche? Die kam aus seinem Arsch. Da. Keine Ahnung, ich sterbe von alleine. Der ist jetzt da oben oder so. Ja. Da. Vorgehen. Keine Angst, Leute, ich rette euch alle. Oh, wir sind am Brennen und Meteoriten sind auf die am runterhageln. Ja, wie soll ich? Au. Oh. Nein. Mein kleiner Fischer, komm mal. Ah, komm mal zu meinem Schild. Schon geiler Kampf. Das ist irgendwie der erste richtige Bosskampf, habe ich das Gefühl. Ey. Ja. Geht er von einem Ort zum anderen zur nächsten Phase. Ich bin noch nicht fertig. Oh Mann, ich habe nicht genug Essenz, Leute. Au, au, au. Ich hab noch zwei. So, ich hab das gar keine mehr. Ja, das wird nicht für dich, ey. Ja, jetzt droppen wir keine. Bei mir sind hier welche am Droppen gerade. Ja, ich hatte gedacht, du hast keine mehr. Ich hatte auch fast keine mehr. Jetzt habe ich wieder welche. Stück. Keine Angst, Leute, wir retten euch schon.
wir voll epischen Kampf haben. Die ganze Dorfbewohner ja, sind die ganze Verrecken. Absorbiert, ja. Ich weiß nicht, wie der Kampf gegen Lilith am Ende aussehen wird. Ja. Wie die Schlacht von Helms Klang war ja der Ring. Ja. Ein bisschen. Ja. Yay. Noch nicht mal was hinterlassen, komm. Ah, tut mir leid wegen deinem Sohn. Aber es musste getan werden. Er hat ein riesiges dreiköpfiges Monster geritten. Ein paar Dorfbewohner verbrannt. In einer Kinderzone. Ja. Riecht er jetzt an seinem Leichnam? Das geht mir wieder gut. So ein riesiges Loch im Kopf. Es tut mir leid, mein Sohn. Der Fluch wurde gewonnen. So leid. Mein Kopf, der geht einfach weg. Ja. Ich hasse heulende Männer. Komm, wir zeigen meinen Finger auf den und lachen den aus. Was für ein Weichei. Ah, Ring und Brustpanzer. Gottlich und Kopfschutz. Beides schwächer. Pff. Ja, ist alles schwächer. Okay, der Ring ist ein ganz kleines bisschen besser, aber ein Kaffee zurück. Ja, warum nicht? Okay. Sprech mit der Wache am Tor. Nachdem er den Tod seines Sohnes gesehen hat, hat er sein Hobby für Pferdezüchten entdeckt. Und dann kriegen wir die Pferde. Ja. Oder der tut seinen Sohn in Pferd verwandeln. Genau. Es ist vorbei. Die Stadtbewohner können jetzt nach ihren Angehörigen suchen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand überlebt hat. Die paar, die überlebt haben, wurden noch im Kampf verbrannt. Er war einer von uns, wisst ihr? Wir werden uns um ihn und seinen Vater kümmern. Also, da gesehen, wie die alle am Brennen waren und rumgerannt waren im Kampf. Hatten eine Abmachung getroffen.
für die wir den Preis zahlen mussten. Unsere Anwesenheit war kein Zufall. Alles geschah genau, wie Lilith es wollte. Wir tanzten schlichtweg nach ihrer Musik. Donan war gebrochen. Er dachte nur an seinen Verlust, nicht an sie, nicht an Antworten. Niemand wusste, wonach Lilith wirklich strebte oder was Astaroth ihr versprochen hatte. Doch wir mussten uns schnell erholen und aufhören, Gespenstern nachzujagen. Oh, die wollte irgendwo hin. Hat sie doch gesagt. Ja, aber das wissen die ja nicht. Aber wir. Was ist denn das? Das ist schlechter als was ich bekommen habe. Verkohlte Panzerhandschuhe. Was soll ich denn damit? Die sind verkohlt. So, jetzt haben wir nur noch Arc 3 übrig. Hm, wie sieht es mit dem Pferden jetzt mal langsam aus? Als Belohnung, wenn man Lilith besiegt. Oh. Er kann aber noch nicht alles in der Story. Wir haben nur irgendwie einen ganzen, wir haben noch irgendwie die Hälfte der Karte nicht aufgedeckt. Wenn wir jetzt auf der Karte gucken, die ganze untere linke Hälfte ist ja noch vollkommen unentdeckt. Warte mal, ja noch. Eine andere Bestie bringt das zerstörte Totem zum Arthaia. Was habe ich noch? Ganz viele Nebenquests dann. Ja, eine andere Bestie habe ich. Jetzt drei Stück in der Stadt. Warte, wo? Ach ja. Ah, lass mal zu Kerriga gehen. Muss sowieso wieder Sachen verkaufen.